So, herzlich willkommen zur Logoversity, heute mit der Evelyn Mallinger von Ratzen zum Glück. Wir freuen uns schon wirklich auf dich. Evelyn, die kommende Stunde ist deine Stunde. Danke, dass du da bist und danke, dass du mit uns diese Stunde verbringst. Und ich sage gar nicht mehr viel, sondern starte gerne. Danke. Danke auch. Guten Morgen. Ich freue mich auch, dass ich da bin. Ich bin nämlich heute das erste Mal bundesländerübergreifend. Ha, normalerweise bin ich ja immer in Oberösterreich unterwegs und heute in einem echten anderen Bundesland. Das macht mich sehr glücklich. Ja, wir machen heute das Thema Resilienz. Das ist nicht nur für die Kinder und Jugendlichen interessant, mit denen ihr arbeitet, sondern wahrscheinlich auch für euch selber. Weil man merkt, das Leben ist nicht immer so, wie man es plant. Manchmal haut es einem das Hackel rein und dann muss man schnell reagieren und muss man schauen, dass man irgendwie gesund bleibt. Ich bin deswegen Resilienztrainerin geworden, weil ich selber ganz schön viel Troubles gehabt habe. Also ich komme aus einer Geschichte der chronischen Krankheiten. Das hat begonnen schon bei meiner Geburt. Also ich habe schon als Baby Neurodermitis gehabt, ganz stark am ganzen Körper, habe jede Allergie, die man sich vorstellen kann, gehabt, habe Asthma dann dazu gekriegt mit 7 und habe dann mit 25 meine erste Depression gekriegt. Wenn man sagt erste, dann weiß man schon, da kommt noch mehr. Genau. Und das hat ungefähr 10 Jahre gedauert, bis ich die richtige Diagnose gekriegt habe. Und in diese 10 Jahre, wo ich immer wieder von einer Depression oder einer depressiven Phase in die nächste eingeschlittert bin, habe ich angefangen zum Suchen. Ich habe angefangen zum Suchen, was kann ich denn da, was kann ich denn selber machen, damit ich glücklich werde. Und ich habe alles, was das medizinische Fachspektrum hergibt, ausprobiert und auch das, was alternativmedizinisch angeboten wird. Alternativmedizinisch, ich bin zum Beispiel einmal von Linz zu Fuß nach Venedig gegangen. Also das habe ich einfach alleine ich mit mir geschaut, okay, was macht das mit mir, wenn ich die ganze Zeit alleine unterwegs bin. Ich habe mittlerweile schon zweimal so ein Vipassana-Seminar gemacht oder ein Vipassana-Retreat. Da sitzt man 10 Stunden am Tag da und tut nur meditieren. Da muss man Handys abgeben und alles, da ist jeglicher Kontakt verboten, man darf auch gar nicht reden. Ich habe Ayahuasca gemacht, falls das irgendwer kennt. Das ist so ein peruanischer Heildrogentee, nennen wir es einmal so. Und der ja sehr tiefgründige Erfahrungen ermöglicht. Und ich habe wirklich immer mehr ausprobiert. Und das Coole ist, ich bin tatsächlich immer glücklicher geworden. Also es war wirklich so, dass ich gemerkt habe, okay, das hilft und mit dem kann ich was anfangen und das bringt mir was. Und nach habe ich gespürt, okay, ich habe das ein bisschen selber in der Hand. Auch wenn das medizinisch tatsächlich immer nur ein Problem war, weil ich immer wieder Depressionen gekriegt habe, habe ich aber gemerkt, die Phasen dazwischen werden besser. Ja? Ich habe dann mit 35 erst, also ich bin jetzt 41, mit 35 erst habe ich dann die Diagnose gekriegt, auf die ich die ganze Zeit gewartet habe. Ich habe nämlich eine bipolare Störung und zwar so eine leichte Form, dass schwer zu finden ist. Oder besser gesagt, schwer zu finden war. Das kann man medikamentös ganz einfach regeln. Und seitdem bin ich auch psychisch stabil. Aber neben dem, dass ich jetzt eben keine depressiven Episoden mehr habe, bin ich schon so extrem glücklich. Und das ist das, was ich total feiert. Und weil ich eben so viel ausprobiert habe, ich habe auch nebenbei ganz viele Ausbildungen gemacht. Also ich habe über diesen Weg Kinesiologie und Kranio entdeckt. Das ist das, was ich jetzt auch in meiner Praxis anbiete. Ich habe eine Praxis in Linz, wo ich Einzelarbeit mache. Und weil ich eben so viele Sachen ausprobiert habe, habe ich so das Gefühl, ich kann aus einem Erfahrungsschatz euch erzählen, der ein bisschen über das Normalwissenschaftliche hinausgeht oder über das Normale, was man in die Bücher liest, weil ich einfach ja wirklich selber alles ausprobiert habe von dem Zeug, was ich euch heute erzähle. Es wird so sein, dass ich euch ganz viel Übungen an die Hand gebe. Ja? Also es geht halt nicht nur darum, dass ihr versteht wissenschaftlich, was heißt denn Resilienz, sondern dass ihr auch Möglichkeiten an der Hand habt, dass es lernen könnt. Ja? Also dass ihr für euch das lernen könnt und auch, dass es weitergeben könnt an eure Klienten und Kunden und Mitarbeiter und Familienmitglieder, wen auch immer. Ja, genau. Das Wichtige ist, also das ist was euch bewusst sein muss, ihr werdet jetzt nicht den Vortrag hören von mir und nachher werdet resilient sein.
Ja, also so funktioniert es leider nicht. Man muss den Weg auch gehen. Also wenn ihr ein Thema habt oder wenn ihr das Gefühl habt, ja, da möchte ich gern hin, das möchte ich gern erreichen, dann muss man auch was tun. Ja? Und wie es geht, das kann ich euch heute sagen. Aber es ist ein bisschen Arbeit, es ist aber eine wunderschöne Arbeit. Also es hat damit zum Tor, dass man ein bisschen hinschaut, dass man ein wenig sieht, hey, was sind denn meine Themen und um was geht es denn bei mir? Dass man sich selber besser kennenlernt. Auch, dass man ein bisschen einen Humor entwickelt, weil wenn ich nämlich über mich selber lachen kann, dann fällt alles schon gleich dreimal leichter. Und ja, das werden wir heute alles so ein bisschen einbauen. Ich gebe jetzt einmal meinen Bildschirm frei. Ich habe nämlich eine Präsentation. Genau. Mal, was ist denn da? Oder? Ja, genau. Also ich hoffe, ihr seht jetzt dazu mal so nicken oder seht ihr jetzt genau die Folie? Jawohl, das freut mich. Super, genau. Also ihr seht jetzt genau das, was ich wollte, das seht. Also der Plan ist der, das geht schon, genau. Der Plan ist der, ich erzähle euch jetzt einmal ganz kurz was, also eine Einführung, die habe ich jetzt endlich schon gemacht, also die ist schon vorbei. Ich definiere euch einmal ganz kurz, was heißt denn Resilienz überhaupt? Ja, von was reden wir denn? Also nur, damit wir alle gemeinsam auf derselben Ebene sind. Nicht, dass nachher von euch rausgegangen und sagen, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Ich wollte eigentlich ganz was anderes lernen. Wir schauen uns ein bisschen an, was sind denn so Schutz- und Risikofaktoren, warum gibt es denn Menschen, die das besser schaffen, das resilient sind, und warum gibt es andere, die es nicht so gut hinkriegen? Wir überlegen ganz kurz, was eine Krise ist, ja, und dann möchte ich gleich auf das 7-Säulen-Modell übergehen. Das ist ein wissenschaftlich erarbeitetes Konzept mit eben 7 Säulen, und das Coole an so Säulenmodelle, das taugt mir ja immer recht, ist, ich habe verschiedenste Möglichkeiten, meine Resilienz anzugehen. Ja, also ich nehme mal an, jeder von euch hat auch 2 Säulen, von denen ich euch dann erzähle, wo ihr sagt, das ist ein bisschen meine Achillesferse, da arbeite ich gar nicht so gern dran. Und das weiß ich eh, dass das ein Thema ist bei mir. Das macht nichts, weil ihr habt 6 andere Möglichkeiten, ja, an eurer Resilienz zu schrauben. Und das ist auch für Jugendliche immer voll super, wenn man so viele verschiedene Zugänge hat, ja, wenn man so viele verschiedene Möglichkeiten hat, wie man das Thema erarbeitet, weil ja, man kann da so einen Rundumschlag, wollte ich schon fast sagen, also eine Rundum-Herangehensweise machen, die halt dann auch ein bisschen, ja, die Hand und Fuß hat und die auch noch sehr auf ganz verschiedene Ebenen eben unterstützen kann. Wer Lust hat, also wir schauen uns die Definition von Resilienz an. Wer Lust hat, kann, ich gebe jetzt da kurz den Bildschirm wieder frei, kann auf Mentimeter gehen. Und wir machen ganz kurz eine Überlegung. Ich habe nämlich 2 Definitionen vorbereitet. Warte mal ganz kurz. Zack, Bildschirm freigeben. Google Chrome, da sind wir. Der kann auf Mentimeter gehen, wer nicht mit dem Handy drinnen ist. Da muss ich dann noch ganz kurz, also ganz perfekt bin ich auch noch nicht. Hauptsächlich zwar nicht gedacht, aber was will man machen? Ich habe da eine Definition für euch. Wenn ihr auf Mentimeter gehen wollt, dann müsst ihr den, also menti.com, müsst ihr den Code 73614565 eingeben. Und ich lese euch jetzt die Definition vor und ihr sagt mir, ob euch die gefällt oder nicht. Oder ob ihr glaubt, dass das richtig ist oder falsch ist. Resilienz ist die Fähigkeit, Krisen und Rückschläge unbeschadet zu überstehen und gestärkt hervorzugehen. Wir haben schon eine Meinung, wir haben schon 2 Meinungen. Krisen und Rückschläge unbeschadet zu überstehen und gestärkt hervorzugehen. Es steht 3-1. Ich freue mich, dass schon 4 Leute mitgemacht haben. Ihr seid super. Es steht, schaut mal, das ist ja aufregend. Es ist voll das Kopf-an-Kopf-Rennen. Das hat sich jetzt wirklich nicht so einig. Gell? Es steht 3-5. Resilienz ist die Fähigkeit, Krisen und Rückschläge unbeschadet zu überstehen und gestärkt hervorzugehen. 4-5, ach, Wahnsinn, das gefällt mir. Das gefällt mir so gut, weil da hat man dann so eine Diskussionsbasis, wie man darüber redet. Ich werde es auflösen. Tatsächlich ist das eine gültige Definition. Also diese Definition stimmt.
Und ich nehme mal an, also weil ich kann ja in eure Köpfe reinschauen, ich bin ja, die, die jetzt noch abgestimmt haben, das geht natürlich nicht mehr. Ich bin ja ein Medium quasi. Ich weiß, warum ihr glaubt habt, dass das falsch ist, nämlich dieses unbeschadet zu überstehen. Nehme ich mal an, dass euch das ein bisschen gestört hat. Ihr habt es recht, dass ihr das ein bisschen hinterfragt. Es geht aber allerdings darum, dass man eben durch die Krise nicht krank wird. Also, dass die Krise mich nicht, so weit kaputt gemacht hat, dass ich noch am Ende bin, sondern dass ich das halbwegs gut überstanden habe und vielleicht sogar eben gestärkt herausgehe. Und das ist das, wo wir heute unseren Fokus drauf legen. Ja, wie können mich denn meine Themen stärker machen, obwohl es ja eigentlich blöde Themen sind, ja? Genau. Dann habe ich nur eine zweite Definition. Die werde ich euch gleich freischalten. Ach Mann, Entschuldigung, es müsste mir eine Sekunde geben. Da ist die zweite Definition. Offenbar bin ich doch nicht so gut am Computer, wie ich geglaubt habe. Upsi Daisy. Resilienz beschreibt, da gibt es schon wieder Abstimmungen, die Fähigkeit des Menschen, aus jeder Situation das Gute herauszunehmen und alles Schlechte abprallen zu lassen. Da könnt ihr euch wieder überlegen, es sind 4 falsch und zwar richtig, 5, 6 falsch und zwar richtig, 7 falsch. Also da ist jetzt ein bisschen eindeutiger die Abstimmung. Es ändert sich wieder. Aber es ist doch mehr Leute sind beim Falschen. Und da habt ihr recht. Nämlich, und das ist ganz, ganz wichtig, das Gute herauszunehmen und alles Schlechte abprallen zu lassen, hat nichts mit Resilienz zum Tor. Ja, also wenn ich resilient sein möchte, wenn ich psychisch gesund auf meine Themen schauen will, heißt das nicht, dass ich meine Ohren zuhalte und meine Augen zumache und sage, lololololo, mir passiert gar nichts. Ja, also so wie diese berühmten 3 Affal, die da nicht hinschauen wollen. Es geht da auch natürlich darum, hinzuschauen und das Schlechte als das zu sehen, was es ist. Nämlich, okay, ich habe da gerade ein Thema, es ist gerade schwierig für mich, aber wie gehe ich jetzt damit um? Also dieses das Gute herauszunehmen, das ist auf jeden Fall richtig, aber nicht das Schlechte abprallen zu lassen, das ist mir ein bisschen zu hart, dieser Ausdruck, sondern eher das Schlechte anzunehmen und umzuwandeln. Würde ich es jetzt einmal nennen. Also so ein bisschen auch das Schlechte zu sehen. Und das ist nämlich schon das, ich tue die Freigabe wieder stoppen und gehe wieder auf die Präsentation. Das ist nämlich schon das, das ist nämlich schon das, was Jugendliche gern dann. Ja, also gerade in der Arbeit mit Jugendlichen passiert uns das ganz oft, dass die einfach verdrängen. Die haben ein Thema und die verdrängen es, die schauen nicht hin, die lenken sie ab und so weiter. Und ich finde, jeder von uns kennt das wahrscheinlich auch, das Ablenken. Ja, also man hat irgendwie, es geht einem nicht gut und man versucht einfach irgendwie um dieses Problem herumzuschiffen. Im übertragenen Sinne bitte, gar nicht wörtlich. Und deswegen... ist es ganz wichtig, dass man eben das Schlechte auch mit annimmt. Genau, also Resilienz heißt also, ich schaffe, ich komme gut durch eine Krise durch, ich werde nicht krank und kann vielleicht das Schlechte, was mir passiert, sogar für mich zu etwas machen, was wertvoll ist, ja, was nachher vielleicht sogar noch was bringt. Es gibt interessanterweise eben Schutzfaktoren und Risikofaktoren. Also es kommt nicht jeder gleich resilient auf die Welt. Das ist leider so, das können wir auch nicht ändern. Und wenn man jemand ist, der nicht resilient auf die Welt kommt, bringt es auch überhaupt nichts, wenn man sich darüber beschwert. Man macht es nämlich dadurch nur schwerer, wenn ich sage, mein Gott, na super, alle anderen haben es leichter wie ich. Und ich bin so arm, das ist sogar eins von diesen 7 Säulen, mit denen wir nachher noch arbeiten werden. Also es geht dann natürlich darum, herauszufinden, okay, ich habe jetzt eine schlechtere Ausgangssituation wie andere, aber wie gehe ich denn jetzt damit um? Und wenn wir auf das Individuum so grundsätzlich schauen, ist es sehr, sehr spannend, weil man merkt meistens schon kurz nach der Geburt, ob ein Kind eher resilienter wird oder nicht. Ja, das ist total interessant und irgendwie auch
gruselig, finde ich. Aber vielleicht kennt ihr das. Es gibt so Kinder, die auf die Welt kommen und gleich so, tata, ich bin jetzt da. Also die gleich irgendwie so präsent sind, die einen Blickkontakt halten können, die andere Leute anlachen und anstreuen, die nicht so wirklich Angst haben vor Fremden, die sie da, also die da einfach ein bisschen offener sind, sehr, sehr oft. Also meine Erfahrung, ich bin nämlich ursprünglich mal Kindergartenpädagogin gewesen. Ah ja, ich habe überhaupt nicht erzählt, was ich mache. Ich war mal Kindergartenpädagogin und habe dann Soziologie studiert und dann 458 Ausbildungen gemacht, circa so ab über den Daumen gebrochen nach dem Studium. Und ich war eben Kindergärtnerin und ganz, ganz oft waren das die zweiten Kinder. Ja, die ersten Kinder, und das kann man mittlerweile auch schon wissenschaftlich belegen, die kriegen ganz viel mit von den Ängsten der Mutter in der Schwangerschaft. Ja, na no, na na, wenn ich das erste Mal schwanger bin, wenn ich das erste Mal ein Kind kriege, ein Leben in mir heranwächst, dann ist das natürlich beängstigend. Eh ganz klar habe ich da als Mutter auch Ängste, die ich vorher nicht kennt habe. Beim zweiten Kind ist es dann oft schon ein bisschen anders. Das zweite Kind ist dann einfach oft, also da weiß die Mutter schon, was auf sie zukommt und sie weiß auch schon, wie das ungefähr so ablaufen wird und ist meistens ein wenig cooler. Und das merkt man dann auch oft an die Kinder, ja, dass die einfach ein bisschen offener sind und weniger ängstlich in die Welt schauen. Das ist, schon irgendwie schade, gell, dass sie das da so übertragt, aber man kann es, wie gesagt, auch wissenschaftlich schon belegen. Das zweite ist es ist Familie und Umfeld. Und da, das wisst ihr sicher aus der Jugendarbeit, da geht es wirklich darum, wie sicher ist ein Kind gebunden. Ja, das bedeutet, wenn ein Kind eine Person hat, auf die sie sich 100% verlassen kann, eine Person, der es vertrauen kann, dann wird das Kind eher resilienter werden wie Kinder, die Scheidungskinder, Waisenkinder, Pflegekinder sind oder die bei denen halt so Erschütterungen sind. Genau. Also das wären so Schutzfaktoren, wenn das Kind sicher gebunden ist und wenn es schon sehr offen und fröhlich auf die Welt kommt. Risikofaktoren wären, wenn die gesunde Entwicklung gefährdet wird. Ja, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie die gesunde Entwicklung gefährdet wird. Das war zum Beispiel, da unten steht sehr traumatische Erlebnisse. Ja, also wenn ein Kind ein traumatisches Erlebnis hat und ich mache in meiner Praxis auch Traumaarbeit und es ist sehr, sehr spannend, wie lange sie auch Traumen festlegen in unserem Körper. Also eigentlich für immer. Für immer bis zu dem Zeitpunkt, wo man es sich anschaut. Ja, und das ist natürlich arg, ja, weil jede Geburt ist ein Trauma für einen Menschen und es sind teilweise Sachen, Traumen, mit denen man überhaupt nicht rechnet. Ich habe einmal eine Kundin gehabt bei mir in der Praxis und da haben wir ganz lange an einem Problem herumgefeilt und sind dann draufgekommen, dass sie sehr eingeschüchtert war von ihrer Kindergartenpädagogin, weil die so eine laute Stimme gehabt hat. Und sie war als Kind sehr sensibel und sehr ruhig und hat natürlich in den Kindergarten gehen müssen. Sie hat da nicht die Wahl gehabt und die Kindergärtnerin hat so laut geredet. Ja, und das hat das Kind komplett fertig gemacht und die ist dann bei mir auf der Liga gewesen mit 30 und da sind wir dann draufgekommen. Also das war dann auch so eine Sache, wo man dachte, boah, hey, gell, wie will man denn, also auf das kommt man ja auch nicht wirklich, ja. Bei der Verletzbarkeit, da gibt es die angeborene Verletzbarkeit. Das ist was ich auf jeden Fall habe. Also ich bin extrem sensibel. Ja, wie gesagt, ich reagiere auf jede Umweltveränderung, jede Jahreszeitenveränderung reagiert mein Körper mit den ganzen Allergien und so. Und es gibt aber die erworbene Verletzbarkeit durch diese unsichere Bindung. Ja, wenn ich eine unsichere Bindung habe als Kind, dann bin ich anders verletzt oder wenn ich oft enttäuscht worden bin. Natürlich haben wir verschiedene Stressoren, also wie leicht werde ich gestresst, also welche Umfeld habe ich oder in welchem Umfeld wache ich auf, und wie sicher und ungestresst kann ich denn da den Tag verbringen. Also das sind so Risikofaktoren und warum Kinder oft quasi unresilienter sind. Und jetzt überlegen wir nur ganz kurz, was eigentlich eine Krise ist. Und vielleicht traut sich, euch einen Lautsprecher einzuschalten und kurz mit mir zu überlegen, wie würdet ihr eine Krise definieren? Ja, was heißt denn für euch Krise?
sind wir gemein, gell, wenn man vor lauter fremde Leute was reden sollte. Das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Ich fange an. Oder, Gregor, nein, fang du an. Warte, Agi, mach du. Also, warte, dann sage ich schnell meine Krise. Also, ich glaube, eine Krise ist bei mir ein länger anhaltendes Unwohlsein, was länger dauert. Also, nicht ganz kurz. Ich sage vielleicht schon, ich kriege die Krise, weil der Kaffee jetzt kalt ist oder was auch immer. Ist aber keine Krise. Sondern für mich dauert es, wenn mein Problem länger anhält und nicht aufhört. Das wäre meine Krise. Okay. Also ich definiere so als ausweglose Situation, die sowohl längerfristig, aber auch kurzfristig sein kann. Je nachdem, wie groß oder wie kompliziert diese Krise sich darstellt. Also tatsächlich laut Definition, Gregor, bist du ein bisschen näher dran? Sorry. Die ausweglose Situation ist das, um das geht es, nämlich eine Situation, aus der ich mir selbst gerade nicht helfen kann. Ja, also wo ich mir selber gerade nicht helfen kann. Also eine Krise wird dann zu einer Krise, wenn mir selbst die Werkzeuge fehlen, um mich daraus jetzt herauszuziehen. Und wann ich dann quasi fremde Hilfe brauche oder irgendwelche Werkzeuge, die ich mir erst erarbeiten muss, damit ich das wieder schaffe. Ja, also eine Krise heißt, ich bin gerade überfordert mit dem, was ich mir gelernt habe. Oder, und deswegen gibt es, also können Krisen alles sein. Eine Krise kann ganz kurz dauern und eine Krise kann irrsinnig lang sein. Es geht einfach nur darum, ich kann mir selber nicht außerhelfen. Ja? Und ich stecke da quasi fest. Also ich zeige euch jetzt die Definition. Ein Ereignis oder eine Situation, die als untragbare Schwierigkeit wahrgenommen wird und welche die für die betroffene Person vorhandenen oder im Moment zur Verfügung stehenden Bewältigungsstrategien überfordert. Ja, also mein Mann hat einmal eine Situation gehabt, der hat, stellt sich vor, dreimal hintereinander sein PIN falsch eingeben beim Handy. Ja, und er hat auf ganz, ganz dringend auf einen Anruf gewartet. Also er war eh schon grundsatznervös angespannt, hat dreimal hintereinander sein PIN falsch eingeben und ist dann ins Wohnzimmer gestürmt, wo ich gesessen bin, und hat mir sein Handy so vor der Nase herumgewachelt und hat gesagt, was soll ich denn jetzt tun? Und tatsächlich, laut Definition, ist das eine Krise. Ja, weil er hat jetzt gerade nicht gewusst, wie gehe ich mit dem Scheiß jetzt um. Die Krise war zwar nach 2 Minuten wieder erledigt, aber es war laut Definition eine Krise. Genau. So, und jetzt gehen wir gleich inhaltlich hinein, weil ihr wollt ja auch schließlich was lernen. Nicht nur wissen, was eine Krise ist und was Resilienz ist. Das wissenschaftliche Modell für Resilienz kann man auf 7 Säulen aufbauen, oder das baut sich auf 7 Säulen auf. Und diese Säulen heißen Optimismus, Akzeptanz, zu Lösungen kommen, die Opferrolle verlassen, Verantwortung ergreifen, Kontakte entwickeln und Zukunft planen. Und ihr werdet dann gleich in Zukunft, wenn wir schon bei der Zukunft sind, bei meinen Folien links oben immer ein kleines Symbol sehen. Und dieses Symbol steht für die jeweilige Rolle. Falls ihr zwischendurch einmal ein bisschen die Orientierung verliert, müsst ihr einfach auf das Symbol schauen und kennt euch dann hoffentlich aus. Das erste Symbol für Optimismus ist die Pippi Langstrumpf. Der pure Optimismus. Und die hat folgendes einmal gesagt, das habe ich noch nie probiert und deswegen bin ich mir 100% sicher, dass ich das schaffen werde. Ja, also das ist der pure Optimismus, purer geht es gar nicht mehr. Ja, wenn ich daran glaube, dass die Welt gut ist und wenn ich daran glaube, dass mir Dinge passieren, die super sind und dass ich auch Sachen kann. Ja, dann bin ich ein wunderbarer Optimist. Und ich würde euch jetzt gerne einen Film zeigen, der dauert nur 1,5 Minuten. Den schalte ich gleich ein. Ich sage euch kurz, was die Aufgabe ist. Es ist nämlich auf Englisch. Es sind 2 Teams, 2 Basketballteams. Ihr müsst schauen, wie oft schießt das weiße Team den Ball weiter. Ja, also wie oft wird beim weißen Team der Ball weitergegeben. Und schauen wir mal, ob wir das jetzt gut schaffen. So, da sind wir bei... Oh, habe ich gleich das Chrome ausgeschaltet? Ja, ich habe es ausgeschaltet. Okay, na dann, dann tue ich euch den Film als Link rein. Tut mir leid.
Ich habe zuerst vor lauter Enthusiasmus habe ich mein vorbereitetes Ding zugemacht. Oh, ja, das ist auch Resilienz, dass man das ein bisschen übt. Du warst optimistisch, ne? Ja, genau. 100%. Yay! Achso, warte mal, nein, warte mal. So, ich muss das nochmal so machen. So, ich sage euch ganz kurz, was in dem Film vorkommt, weil das interessiert euch sicher, gell? Der Film wäre so gewesen, wenn wir ihn angeschaut hätten. Es sind zwei Basketballteams. Man konzentriert sich darauf, wie oft das weiße Team den Ball hin und her schießt und schaut überhaupt nicht auf das, was rundum passiert. Ja? Und man schaut überhaupt nicht auf das, was das schwarze Team macht. Und tatsächlich wandert dann durch den Bildschirm, und das ist so schön, weil man wirklich meistens nicht drauf kommt, durch den Bildschirm ein Gorilla bzw. ein Bär, der einen Moonwalk macht. Vielleicht habt ihr das Video eh schon mal gesehen. Und wenn man dann am Ende die Leute fragt, und was habt ihr gesehen? Dann sagen sie, ja, 13 Mal haben sie den Ball hin und her geschossen. Und wenn man dann sagt, ja, und hast den Moonwalking Bär eigentlich gesehen? Dann sagen sie, welcher Moonwalking Bär? Und das ist deswegen spannend für uns, weil wenn es um Optimismus geht, geht es auch immer um unseren Blick. Ja, wie wollen wir Dinge wahrnehmen? Und wenn wir uns so konzentrieren auf das Weiße, ja, alles, was da jetzt weiß ist, dann kann es passieren, dass wir alle anderen Sachen rundum übersehen. Und wenn ich mich auf meine Probleme so fest konzentriere, weil sie ja so schlimme Probleme sind, kann es passieren, dass ich die ganzen guten Sachen übersehe, die in meinem Leben gerade sind. Und das ist nämlich was dann schon voll short ist, ja. Und wenn ich das übe, und das kann man üben, und ich werde euch heute Übungen sagen, auch, dass ich meinen Blick auf das richte, was gut ist. Und wenn ich das trainiere, dann wird das immer mehr so sein. Also dann werdet ihr immer mehr die Dinge sehen, die okay sind und super. Und da zeige ich euch jetzt eine Übung. Ich würde euch bitten, mir eine Eigenschaft von anderen Personen zu nennen, also eine Eigenschaft brauche ich, die ihr total scheiße findet. Ja? Welche Eigenschaften an anderen Leuten nerven euch komplett? Wer mag? Soll man das jetzt sagen, oder? Ja, bitte, eine Eigenschaft. Ignoranz. Ignoranz, sehr gut. Das nehmen wir gleich als Beispiel. Und gleichzeitig hätte ich gerne eine Eigenschaft, die ihr sehr gerne mögt an anderen Menschen, wenn sie das haben. Was gefällt euch denn? Ehrlichkeit. Ehrlichkeit habe ich gerade gehört. Ehrlichkeit. So, und die Übung, die, wie ihr schon seht, die heißt ja Eigenschaften im neuen Licht. Und da geht es darum, dass an jeder Geschichte, an jeder Person, an jeder Situation etwas dran ist, was eine andere Seite hat. Also wenn man das wie eine Medaille sieht, jede Medaille hat zwei Seiten. Und wir üben jetzt einmal und wir probieren jetzt einmal, die andere Seite unserer zwei Eigenschaften zu suchen. Und jetzt überlegen wir mal, was an Ignoranz könnte denn gut sein? Ja, wir suchen nicht das Gegenteil von Ignoranz, sondern die Seite von Ignoranz, die positiv ist. Und jetzt darfst du einmal nachdenken. Was könnte denn gut sein, wenn eine Person ignorant ist? Fokussiert sein, weil er denkt nur an eins, das andere vergisst er oder sie. Genau. Die Person ist fokussierter, das heißt, die konzentriert sich gerade recht gut. Sich selbst nicht übergehen, mit dem Chat geschrieben. Ja. Ich schreibe einmal sich schützen. Manche Leute kennen ihre Grenzen sehr gut. Ja? Und die wissen genau, okay, wenn ich mich mit dem Thema jetzt auseinandersetze, wenn ich mich auf diesen Streit, auf dieses Problem jetzt einlasse, dann geht es mir nachher nicht gut. Und deswegen tue ich, um mich selbst zu schützen, lasse ich mich da jetzt nicht drauf ein. Und das kann dann von anderen Menschen als ignorant wahrgenommen werden. Ja, und in dem Fall, wo ich sage, hey, mit dem Scheiß setze ich mich nicht auseinander, weil das hat erstens gerade nichts mit mir zu tun und zweitens tut es mir nicht gut, dann ist das zwar vielleicht ignorant, hat aber eine sehr, sehr positive Seite. Ja? Wir gehen zum anderen über. Jetzt, Dagmar. Es ist jetzt nur noch standhaft in der Meinung, ist auch noch drin als. Ah, wunderbar, genau. Das sind auch Leute, die sagen, hey, ich habe mir meine Meinung gebildet und ich weiß, was ich weiß.
Wie gesagt, es heißt nicht, dass Ignoranz immer gut ist, sowieso nicht. Aber es könnte eben sein, dass es auch eine sehr gute Seite hat. Dann schauen wir, Ehrlichkeit, das ist eigentlich eine total wunderbare Eigenschaft, das ist doch super. Was daran könnte denn schlecht sein? Was kann schlecht sein, wenn jemand ehrlich ist? Könnte Verletzlichkeit hervorrufen, ne? Auf jeden wenn ich zu Fall. Ehrlich bin. Genau. Wenn ich bei ihm sage, hey, wie schaust du halt aus? Was hast du halt für Scheißfresse? Dann ist das vielleicht gerade ehrlich, aber es kann sehr verletzend sein. Genau. Und ich bin da eine Person, mir passiert das manchmal. Also ich bin manchmal ehrlich, meins nicht besser, aber beim anderen kommt es besser. Genau. Im Chat ist noch drinnen, unsensibel, gut zu meinen, fehlendes Taktgefühl. Ja, genau. Also auch wenn wir uns denken, ehrlich ist doch total super, ja, das muss doch gut sein, wenn wer ehrlich ist, stimmt das auch nicht, weil auch hier gibt es eine zweite Seite und auch hier kann es etwas sein, was negativ ist. Und unser Ziel ist, wenn es auch um Resilienz geht, dass wir die Dinge so grün wie möglich sehen. Ja, also dass wir die Dinge, wenn wir jetzt auf diese Seite schauen, so positiv wie möglich sehen. Und ganz, ganz wichtig, und das ist mal was, das möchte ich wirklich betonen, es geht nicht darum, Dinge zu ignorieren und Dinge zu übersehen. Ja, es geht nicht darum, dass ich jetzt sage, lololo, es ist alles gut, was vielleicht nicht gut ist. Ja? Sondern es geht darum, mit diesem Blick darauf, dass es schlecht ist, zu erkennen, aber es hat auch etwas Gutes. Ja, also wenn wir jetzt konkret von Krisen sprechen, geht es dann darum, okay, ich habe gerade eine Krise, okay, es ist gerade schwierig, ich befinde mich in einer schlechten Situation, aber was nehme ich jetzt für mich hier raus? Und wenn ich das kann, dann habe ich einen ganz großen Schritt zu meiner eigenen Resilienz geschafft. Ja, wenn ich in der Krise sehen kann, okay, es ist zwar nicht gut, aber da ist jetzt was für mich drin. Da ist jetzt was für mich drin, wo ich was lernen kann. Und das ist das, was, also das ist eigentlich so der Grundstock, um das es geht. Und die Übung dazu, es gibt eine Übung, wie ich das lernen kann. Und ihr habt es alle schon 100-mal gehört und trotzdem sage ich es euch heute wieder. Die Übung dazu ist Dankbarkeit. Dankbarkeit für das, was mir in meinem Leben Gutes passiert oder auch was mir in meinem Leben Schlechtes passiert, weil ich gerade etwas mitnehmen kann, weil ich gerade etwas lernen kann. Und da habe ich eine wunderbare Geschichte. Ungefähr vor 8 Jahren habe ich angefangen, Dankbarkeit zu üben. Und ich würde euch empfehlen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, tat's das auch. Ich habe das jeden Morgen gemacht beim Zähneputzen. Während dem Zähneputzen habe ich mir überlegt, okay, wofür bin ich denn dankbar in meinem Leben? Was habe ich denn schon, was eh schon gut ist? Und es geht da darum, mein Gehirn in diese Richtung zu trainieren. Ja? Und wenn ich einen Gedanken neu habe, also einen Gedanken, den ich vorher noch nie gehabt habe, dann entsteht in meinem Gehirn eine Neuronenverbindung und die schaut dann aus wie so ein ganz kleiner Spinnwebenfaden. Ja? Also das ist mini, mini, mini dünn, ganz, ganz zerbrechlich. Und je öfter ich diesen Gedanken denke, desto öfter nehmen die Neuronen diese Bahn und desto dicker wird dieser Spinnwebenfaden. Und irgendwann wird es einmal so eine kleine Schnur und irgendwann wird es einmal ein kleiner Strang und irgendwann schaut es einmal aus wie so ein richtiges Seil. Ja? Und die Gedanken gehen natürlich gerne dorthin, wo es einen gemütlichen Weg haben, so wie wenn ich jetzt nach Graz fahren würde zu euch, wenn ich sage, besuche euch jetzt unten in der Steiermark, werde ich wahrscheinlich nicht die Treppelwege nehmen, die dünnen Spinnwebenfäden, sondern ich werde mich auf die Autobahn stürzen, weil da bin ich so schnell wie möglich unten. Und so kann man das bei den Gedanken auch machen oder sehen, die nehmen die Wege, die sie schon kennen und die nehmen die Wege, die schon ausgebaut sind. Und deswegen ist es wichtig, Wege oder Gedanken, die wir gerne öfter hätten, zu üben und immer wieder zu wiederholen, damit irgendwann die Neuronen den Weg von alleine nehmen. Und ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, wie ich erfahren habe oder wie ich gecheckt habe, nach 4 Monaten üben, okay,
jetzt steht meine Autobahn, jetzt habe ich es fertig gebaut und mein Kopf geht zur Dankbarkeit, auch wenn die Situation vielleicht gerade nicht danach schreit. Ich habe einen Streit gehabt mit einem Parkplatzbesitzer, der gemeint hat, ich habe hab seinen Besitz gestört und habe quasi da hab einen Strafzettel gekriegt. Ich war bei einer Schule, das ist ein privater Parkplatz gewesen. Ich habe bei einer Schule einen Vortrag gehalten und habe keinen Zettel eingelegt, dass ich da heute eingeladen bin. Das habe ich verabsäumt, das war auch mein Fehler. Und habe dann mit dem Anwalt von dem Mann, dem der Parkplatz gehört, ein bisschen herumgestritten, weil ich gesagt habe, hey, ich war ja da eingeladen und ich habe da stehen dürfen. Und er hat gesagt, ja, aber das hätte ja irgendwie markieren müssen. Und dann haben wir da ein paar Wochen hin und her gestritten, bis ich von der Schule endlich die Bestätigung gekriegt habe, dass ich da eh stehen dürfen habe. Und dann hat der Anwalt, mit dem ich schon ein paar Mal telefoniert habe, gesagt, okay, ich muss die 50 Euro Strafe jetzt nicht zahlen, aber dafür die 150 Euro Beratungshonorar, die er bis jetzt mit mir am Telefon verbracht hat. Ja. Und dann habe ich gedacht, nein, so nicht. Ja, was ist das für eine Welt? Habe mich voll aufgeregt, habe ihm glaube ich, ein bisschen beschimpft, ehrlich gesagt. Habe ihm vielleicht sogar gesagt, dass ich zur Anwaltskammer gehe, weil ich nicht glaube, dass das richtig ist. Und er hat dann gemeint, naja, wenn ich so überzeugt bin von meinem Recht, dann gehen wir halt vor Gericht. Und ich habe gesagt, jawohl, das machen wir. Und dann sind wir vor Gericht gegangen. Und natürlich habe ich verloren. Ja. Und was, das ist jetzt noch nicht, die Moral von der Geschichte. Was sehr interessant war für mich, ist, dass dieser Anwalt, so einen Mensch habe ich vorher noch nie getroffen. Der war wirklich ein bisschen geschissen, ehrlich gesagt. Der war eiskalt, wie so ein Eisblock. Bei dem ist alles abgeprallt, ja? Das, was wir ja eigentlich nicht wollen als resiliente Menschen. Der war komplett kalt. Er war relativ jung, also ich glaube, er war jünger wie ich, ziemlich ein Schnösel. Und war einfach so eigentlich ignorant, genau, dem war das komplett wurscht. Und ich habe ihm die Situation erzählt, ich habe ein bisschen gerät. Sogar der Richter selber hat gemeint, naja, okay, also so streng müssen wir jetzt auch nicht sein. Und er war eiskalt und hat gesagt, na, das ist so. Und die hat mich bedroht und da. Und ich habe dann schlussendlich 500 Euro gezahlt. Dafür, dass ich an einer Schule einen Vortrag gehalten habe. Und ich bin heimgekommen, war ganz verzweifelt, meine Freunde waren gerade da und ich habe gerät und habe mich da von denen trösten lassen. Und auf einmal, und das war einer von diesen Momenten, die ich nie in meinem Leben vergessen werde, auf einmal haben meine Neuronen im Hirn die Autobahn benutzt, die ich die ganze Zeit gebaut habe, nämlich sie sind in die Dankbarkeit gehüpft. Und wisst ihr, für was ich dankbar war? Ich habe mir gedacht, Manno, ich sitze jetzt da mit meinen wunderbaren Freunden, die mich da trösten. Ich habe einen Job, wo ich Positives verbreite. Ich muss mich nicht beruflich mit den Leuten streiten. Und ich bin kein so ein geschissener Schnösel wie der. Entschuldigung, es war ein bisschen gemein. Und ich habe mir gedacht, hey, jetzt bin ich 35, damals war ich 35, wie mir das passiert ist. Und das erste Mal in meinem Leben triff ich so einen Menschen. Eigentlich habe ich gewungen, weil ich habe noch nie jemanden getroffen, der so kalt ist. Das heißt, in meinem Leben sind solche Leute nicht. Ja, für mich ist das ein unbekanntes Terrain, dass wer so kalt ist und so unherzlich und unbarmherzig eigentlich. Und dann haben wir gedacht, naja, okay, eigentlich habe ich gewungen und diese 500 Euro zahle ich gern für die Lektion. Und das war für mich so ein schönes Erlebnis, weil ich gemerkt habe, okay, ich habe jetzt monatelang geübt. Jeden Tag in der Früh habe ich Dankbarkeit geübt. Ja, danke. Und manchmal, wenn mir nichts eingefallen ist, habe ich halt einfach gesagt, danke für das Wasser, das aus meiner Wasserleitung kommt. Das hat auch nicht jeder, ja. Und nach diesen 4 Monaten habe ich gemerkt, okay, jetzt steht die Autobahn und meine Gedanken gehen in diese Richtung automatisch. Und das war total schön. Und so kann man Optimismus lernen. Ja, ganz eine einfache Übung, würde ich euch sehr, sehr ans Herz legen. So, nächste Säule heißt Akzeptanz. Und da ist eigentlich ein Spruch, das Credo, kann man sagen, ich wünsche mir die Gelassenheit, die Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann. Die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit zu unterscheiden. Habt ihr auch alle schon mal gehört. Gell? Und natürlich geht es bei Akzeptanz darum, nicht darum, dass ich sage, ist eh alles wurscht. Ja, mein Gott, nein, ich kann eh nichts ändern, wurscht. Also es geht nur darum, die Dinge zu akzeptieren, wo ich selber nichts dagegen machen kann. Und ihr kennt diese Leute, die ganze Zeit über irgendwas sudern, was aber eh nicht ändern können. Und die machen sich das Leben ganz schön schwer. Ja, weil die sitzen da und beschweren sich mit etwas, was nicht in ihrer Hand liegt. Ja, und da
wäre es wirklich gut zu sagen, okay, ich kann das nicht ändern, das muss ich wohl akzeptieren. Und da habe ich jetzt gleich einmal acht schlechte Nachrichten für euch. Und wenn ihr es schafft, diese acht schlechten Nachrichten euch hinter die Ohren zu schreiben und sagen, okay, das ist etwas, mit dem muss ich leben, das wird auch immer so sein, und diese Dinge zu akzeptieren, dann wird euer Leben um einiges leichter werden. Und zwar, die acht schlechten Nachrichten sind, und das erste ist gleich ziemlich eine Hardcore-Nachricht, alles Lebendige stirbt. Ja, also es ist so und es wird auch immer so sein und auch ihr werdet dieses Leben nicht überleben, dass Menschen von uns gehen. Und das ist natürlich hart, ja, und das ist nicht was, was wir uns wünschen, aber es ist unvermeidbar. Und ich sage jetzt nicht, ihr sollt, wenn wer stirbt, sagen, ah, wurscht, ja, das akzeptiere ich, jetzt ist mir egal, ganz klar. Und es ist natürlich dann besonders schwierig, wenn die, ich sage es jetzt einmal so, die Reihenfolge, die natürliche Reihenfolge nicht eingehalten wird, ja, wenn jüngere Menschen vorher ältere sterben, dann hadern wir besonders mit dem Schicksal. Aber, wie gesagt, keiner wird das überleben. Und das irgendwann einmal passiert, ist unvermeidbar. Der zweite Punkt ist, die Welt ist nicht gerecht. Und gerade ihr als Jugendsozialarbeiter oder als Arbeiter in der Jugendbranche, ihr erlebt das immer, immer wieder. Ja, dass Sachen einfach so unfair sind, wo einfach Kinder und Jugendliche so schwer betroffen sind, wo es halt so ungerecht hergeht. Aber mit dem zu hadern, bringt uns nichts, weil es ist einfach so. Ja. Vergangenes lässt sich nicht mehr ändern. Es gibt immer Leute, die sehr gut sind im Bereuen, ja, aber das bringt nichts. Absolute Sicherheit ist nicht möglich. Auch wenn man alles bis ins kleinste Detail geplant hat, kann es sein, dass es anders kommt. Menschen sind unterschiedlich und nur weil für mich was okay ist, heißt das nicht, dass das für den anderen auch so ist. Andere Menschen werden über dich urteilen. Ui, eine ganz harte Partie, weil man will immer super sein. Und trotzdem werden die anderen Leute über einen urteilen. Und wisst ihr warum? Weil wir auch über andere urteilen. Und das machen wir nicht, weil wir so gemein sind und weil wir sagen, haha, jetzt urteile ich über dich, sondern es macht unser Hirn einfach so, ohne dass wir das steuern können. Irgendwer betritt den Raum und unser Hirn füllt gleich automatisch alle leeren Felder aus und wir machen unser Bild über den, obwohl wir ihn noch gar nicht kennengelernt haben. Die Umstände sind, wie sie sind. Ja, also auch das ist was, was man nicht bemängeln kann. Und jeder Mensch macht Fehler, außer ich natürlich. Aber ihr schon alle. Genau. Also auch das passiert. Wenn wir es schaffen, diese Dinge als gegeben anzunehmen, wie gesagt, wird es für euch leichter sein. Und damit man akzeptieren kann, braucht man oft so ein bisschen eine körperliche... Also muss man oft seinen Körper so ein wenig überholen. Ja, manchmal merkt man, da sträubt sich alles im Körper. Und es gibt auch Übungen zum Beispiel. Also es kommt natürlich immer ein bisschen auf das Thema drauf an. Aber eine Möglichkeit, wie man seinen Körper wieder ein bisschen ruhiger macht, ein bisschen näher Richtung Akzeptanz bringt, ist eine Atemübung, die heißt Kreisatmung. Die kommt eigentlich aus dem Yoga. Und das funktioniert ganz einfach. Man hält sich ein Nasenloch zu, atmet aus, atmet ein und hält sich das andere Nasenloch zu. Und atmet aus, atmet ein. Dann hält man sich wieder das eine Nasenloch zu, atmet aus, atmet ein. Und das macht man ein paar Minuten am besten. Also ich weiß nicht, warum das so ist, aber es heißt so 7 Minuten ist das immer am besten, wenn man es macht. Was passiert bei dieser Übung? Es werden beide Gehirnhälften wieder aktiviert. Ja, dadurch, dass ich rechts und links ein- und ausatme. Und wir sind ja ganz oft eben so im Denker drinnen, in der linken Gehirnhälfte, ja, wo alles wird analysiert und so weiter, gerade wenn wir in der Arbeit sind. Und mit dieser Übung wird die rechte Gehirnhälfte wieder mit aktiviert. Und das ist so der kreative Part und der musische Part und ein bisschen der leichtere Part. Und wenn die beide miteinander arbeiten, dann kann man Dinge wieder besser annehmen. Genau, also das ist so eine Blitzübung für zwischendurch, wenn du einmal merkst, wow, jetzt geht es mir gerade überhaupt nicht gut und jetzt schaffe ich da gerade überhaupt nicht, dass ich das irgendwie annehme, dann kann man sowas zwischendurch machen. Die nächste Säule heißt zu Lösungen kommen. Und da geht es darum, dass ich Entscheidungen triff.
ganz viele Leute dann Entscheidungen vor sich herschieben, lassen es ewig offen. Und ich habe da ganz eine wunderbare Möglichkeit gefunden, wie man Entscheidungen treffen kann. Auch da muss ich wieder über meinen Marin, der tut sich recht schwer beim Entscheiden, wann wir essen gehen, was er jetzt essen soll. Ja, und dann schwankt er so hin und her zwischen drei Gerichten und es ist die schlimmste Entscheidung seines Lebens, weil er weiß ja nicht, was er jetzt essen soll, um Gottes Willen. Und ich mache dann ein Spiel, nämlich ich sage ihm, er soll denen eine Nummer geben. Ja, er soll deinen drei Gerichten, zwischen denen er schwankt, eine Nummer geben. Und ich sage ihm dann die Nummer, die er essen muss. Und in dem Moment, wo ich sage, du isst halt drei, spürt er genau, ob das die richtige Entscheidung ist oder nicht. Und ich sehe es in seinem Gesicht, ob er sagt, Oma. Ja. Und er hat es vorher nicht gewusst, aber in dem Moment, wo ich es für ihn entscheide, weiß er auf einmal schon, was er will. Das geht auch voll gut bei Jugendlichen, dass man denen quasi die Entscheidung abnimmt. Ich entscheide für dich und in dem Moment, wo ich das entscheide, spürst du selber, was du willst. Ja, also das ist eine Möglichkeit. Zu Lösungen kommen heißt auch, dass ich mich von Menschen trennen darf, die mir nicht gut tun. Ja, manchmal haben wir nicht die Wahl, ja, also gerade wenn es zum Beispiel um, und das ist das jetzt nicht von mir persönlich, weil das stimmt nicht bei mir, aber wenn es zum Beispiel um Schwiegermütter geht, ja, die kann man einfach nicht aus seinem Leben streichen. Ich habe wirklich voll die liebe Schwiegermutter. Aber, oder so Familienmitglieder, bei Freunden geht das einfacher, aber man kann immer schauen, okay, wie weit kann ich diese, sagen wir mal, toxischen Personen von mir distanzieren, dass ich halbwegs gut durchkomme. Genau, also das heißt, also man kann einfach auch da, wenn ich mich nicht trennen kann, kann ich Distanzen schaffen, die es vielleicht für mich leichter machen. Zu Lösungen kommen, da mache ich einen ganz kurzen Ausflug in die Humorwissenschaft, weil auch da geht es eben auch darum, dass ich Dinge mit Humor nehmen kann. Und da gibt es 5 Stufen, und zwar die Stufe 1, nein, eigentlich die Stufe 0, also eigentlich gibt es 6 Stufen. Die Stufe 0 ist, wenn mir was passiert und ich kann niemals drüber lachen. Ja, das ist nie lustig für mich. Stufe 1 wäre, ich kenne dann so nach 2-3 Jahren einmal drüber lachen. Und da habe ich ein Beispiel von einer Freundin, mit der war ich gemeinsam in Barcelona auf Urlaub. Und es ist ihr passiert, dass die Toilette etwas zu spät aufgesucht wurde. Ja, wir waren irgendwie unterwegs und wir haben natürlich irgendwie fremd gegessen und haben einfach das öffentliche Klo gefunden und wie wir es gefunden haben, war es schon spät. Und das war derer so peinlich, dass ich wirklich mehrere Jahre nicht mit ihr drüber reden können habe, weil ihr das so peinlich war. Und erst jetzt sind schon viele Jahre vergangen, jetzt lacht es drüber. Das heißt, das wäre Stufe 1 vom Humor. Stufe 2 ist, wenn es ein paar Tage nur dauert oder so, ja, am nächsten Tag ich drüber lachen kann. Stufe 3 ist, wenn ich schon kurz danach drüber lachen kann. Stufe 4 ist, wenn ich während es mir passiert schon drüber lachen kann. Und Stufe 5, jetzt werde ich überlegen, es wird doch nicht vorher sein. Nein, natürlich nicht. Stufe 5 ist, wenn ich über etwas lachen kann, obwohl mir andere Leute dabei zuschauen. Ja, wenn mir andere Leute zuschauen, wie ich gerade auf die Nase falle und ich kann trotzdem lachen. Das wäre Stufe 5. Und wenn es dann darum geht, was ist für mich gesund, muss man einfach schauen, dass man je höher, dass ich so oft wie möglich auf Stufe 5 und 4 bin. Dass ich einfach schnell über Dinge lachen kann, die mir vielleicht negativ passieren. Da gibt es ja so eine kleine, ich zeige euch da so eine kleine Abbildung im Hirn. Da gibt es in der Mitte, da ist das Stammhirn, also ganz unten. Ja? Das ist so das, was wir uns auch mit Reptilien teilen. Und das kann gar nichts anderes als überleben, nur überleben. Also das kann schauen, dass wir essen, dass wir schlafen, dass wir uns fortpflanzen und dass wir uns schützen. Das limbische System kann schon ein paar so Gefühle ausschütten, nämlich das kann überlegen, was ist ich denn heute oder wie schütze ich mich denn, wenn mich wer angreift. Und das Großhirn kann dann schon wunderbar tolle Entscheidungen treffen. Und wenn wir jetzt wieder beim Humor sind, mir passiert was Schlimmes, ja, dann bin ich manchmal im Großhirn, im Stammhirn. Ja, da fühle ich mich so angegriffen und das ist für mich so arg, dass ich nicht drüber lachen kann. Ja. Und vielleicht kennt ihr das, irgendwer beleidigt euch oder irgendwer redet euch komisch an und erst am Abend fällt euch eine coole Antwort dazu ein.
am Abend kommt es drauf, ach, das hätte ich sagen können. Ach, das war eine coole Reaktion gewesen. Und das ist dann, wenn das Großhirn wieder einsetzt. Und wir verbringen leider oft ganze Tage, also den ganzen Tag im Stammhirn. Wir haben die ganze Zeit das Gefühl, wir müssen überleben. Ja? Wir sind die ganze Zeit so im Stress, dass wir überhaupt nicht checken, was rund um uns passiert. Und wir sind überhaupt nicht im Großhirn, in dem, was uns eigentlich menschlich macht, sondern führen uns auf wie die Reptilien, die nur irgendwie überleben wollen. Und auch da sind es wieder Atemübungen, die uns da zurückbringen. Ja? Also durch tief aus- und einatmen, dass man einmal ein Glas Wasser trinkt zwischendurch, kann man sie wieder runterbringen und merken, okay, scheiße, ich bin schon wieder im Stammhirn unterwegs. Und ich habe da eine coole Übung einmal gefunden. Ich habe mir mal so ein Bundle gekauft, das einmal in der Stunde vibriert. Und jede Stunde bin ich daran erinnert worden, hey, durchatmen, Wasser trinken, außer aus dem Reptiliengehirn, eine ins Großhirn wieder entspannen. Und dann kann man den Tag besser verbringen, weil man jede Stunde daran erinnert wird. Nächste Säule, oh, ich habe gerade schon einen richtigen Stress, es sind nur 7 Minuten, aber ich schaffe es. Die Opferrolle verlassen. Und da, das ist immer ganz eine schwierige Geschichte, weil ja, wir tragen gerne andere Leute was nach. Beziehungsweise wir sind gerne ein bisschen arm. Ja? Und nachtragen kann man sich so vorstellen, da geht einer vorne und ich trage am hinten was nach. Ja, wer ist der Leidtragende? Natürlich bin es ich, nicht der, der da vorne geht. Und die Opferrolle zu verlassen, ist immer eine Entscheidung von mir selber. Ich kann mich entscheiden, so, ich tue da nicht mehr mit bei diesem Spiel. Das ist allerdings nicht so einfach. Also ihr werdet das kennen, weil man kann, also auch unsere Jugendlichen sind da oft so drin. Ja, ich kann ja nichts dafür, das und das ist passiert, alle anderen sind schuld, die Lehrer sind schuld, die Eltern haben mich schlecht erzogen und deswegen bin ich halt jetzt so. Ja. Das ist eine sehr gemütliche Rolle. Es ist ja irgendwie praktisch, weil man kriegt Mitleid und so. Leider wird man nicht glücklich. Ja? Und das ist das einzige Problem. Wer sich da ein bisschen schwer tut, mit diesem Opferrolle verlassen. Es gibt ein wunderbares Buch von Colin Tipping, das heißt Ich vergebe. Und da kann man nachlesen, wie sehr wir uns was Gutes tun, wenn wir andere verzeihen und andere von ihrer Schuld lossprechen. Also wenn wir aufhören mit dem Zeigefinger so, du bist schuld an meinem Problem, sondern einfach sagen, okay, und wie gehe ich jetzt damit um? Ganz ein tolles Buch für Leute, die sehr nachtragend sind. Und eine andere Übung oder ein anderer Gedankengang, wie wir aus der Opferrolle rauskommen, ist, die Krise als etwas zu sehen, was, wie es die Chinesen schon machen. Die haben nämlich 2 Symbole für Krise, nämlich Y und Qi. Und das heißt Gefahr und Chance. Wenn ich in der Krise schon merke, weil man ist ja dann gerne in der Opferrolle, ja super, alle sind so gemein zu mir, wenn ich aber sehe, okay, diese Schwierigkeit, die mir da gerade widerfährt, bietet auch eine Chance für mich, etwas zu lernen, dann fällt es uns leichter, die Opferrolle wieder zu verlassen. Und in dem Moment, wo ich die Krise als Lehrer ansiege, ja, bin ich total weit vorn. Und wenn ihr überlegt, in welche Lebensphasen habt ihr am meisten dazu gelernt, dann waren es doch immer die, wo es gerade richtig mit dem Kopf im Schlamm gesteckt hat, wo es gerade richtig auf die Nase gefallen hat. Im Nachhinein kann man sagen, ah ja, stimmt, da habe ich mich wirklich weiterentwickelt. Ich habe müssen, ich habe nicht wirklich die Chance gehabt, aber ich habe es da. Und wenn wir das so sehen können, dass die Krise unser Lehrer ist, also die Krise ist dein Lehrer, haben wir ganz schön viel dazu gelernt. So, eine weitere Übung, 2 Sachen, 2 haben wir noch. Naja, 3, aber gut, das schaffen wir. Ist Verantwortung ergreifen. Und da gibt es eine ganz eine tolle Übung. Und den Spruch dazu gibt es auch, der heißt, achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden dein Charakter. Und achte auf deinen Charakter, denn er ist dein Schicksal. Und da gibt es jetzt eine tolle Übung, nämlich, das ist mir runtergefallen, ups, da bin ich wieder. ihr nehmt ein Bandel, ein Gummibandel, das tat euch auf dem Arm. Und jedes Mal, wenn es euch erwischt, dass ihr über was sudert, jammert oder sempert, tat das Bandel auf dem anderen Arm. Auch das ist wieder so eine Übung, wo wir unsere Gehirnbahnen trainieren. Die Übung ist dann vorbei, wenn man 21 Tage lang das Bandel am selben Arm gehabt hat.
21 Tage nicht zudern. Ich habe die selber gemacht, die Übung, und habe 5,5 Monate gebraucht. Und in den ersten Wochen war es so, dass ich es täglich mehrmals gewechselt habe, das Bandel. Und das Coole war aber, nach und nach, ja, nach ein paar Wochen habe ich es auf einmal schon geschafft, hey, 2 Tage durchgehend nicht jammern. Und je länger ich die Übung gemacht habe, desto mehr ist mir gelungen, positiv zu bleiben. Und was dann nach die 5,5 Monate passiert ist, ist, dass mein Kopf gar nicht mehr so oft Sudergedanken produziert hat, weil ich es einfach abgewöhnt habe. Ja, auch super Übungen, da Logo-Team zum Beispiel, das kann man gerne im Team machen. Also ich habe es damals auch mit meinen Kolleginnen gemacht, und es war wunderbar, auch sie gegenseitig dabei zu unterstützen. Eine weitere Säule ist, dass man über die Zukunft nachdenkt, also dass man Ziele hat. Und da gibt es ja so diesen Satz, den habt ihr alle schon mal gehört, ja, und dann ist sie ins Altersheim gekommen und dann ist eh schnell gegangen. Weil Menschen, die keine Ziele haben, sind nicht gesund, und das tut uns nicht gut. Und da gibt es eine schöne Übung, dass man sich nämlich überlegt, was möchte ich gern an meinem Geburtstag in 10 Jahren hören? Was sollen die Leute in 10 Jahren an meinem Geburtstag über mich sagen? Witzigerweise kommt man dann oft auf Dinge drauf, wenn man zurückschaut, vermeintlich, kommt man auf mehr Sachen drauf, wie wenn man für ihr denkt. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist halt einfach so. Also schreibt euch eine kleine Rede, überlegt, was wollt ihr in 10 Jahren an eurem Geburtstag hören, schaut, was ihr nur für Ziele habt, und dann geht es an. Genau, also das ist auch eine wunderbare Idee. Und die letzte Säule ist Kontakte entwickeln. Da geht es auch ein bisschen darum, dass ich gute, gesunde Beziehungen pflege. Und da habe ich ein wunderbares Beispiel, und dann ist es schon vorbei, mein Vortrag, nämlich der Nelson Mandela. Der war ja, ist ungefähr 20 Jahre lang im Gefängnis. Und sie haben ihn in Einzelhaft gegeben und wollten unbedingt ihn brechen. Ja? Und er ist dann rausgekommen nach 20 Jahren Einzelhaft. Und alle Reporter waren total gespannt, wie geht es ihm und wie tut er. Und er ist rausgekommen, hat gelächelt, hat gesagt, so schlimm war es gar nicht. War da ganz okay, der hat dieses Gefängnisaufenthalt. Und alle haben sich gedacht, what the fuck, ja, wie hat der das gemacht? Und die Wissenschaftler haben sich auch dafür interessiert und haben ihn interviewt. Und dann sind sie auf 2 spannende Sachen draufgekommen. Das erste war, er hat immer, obwohl die Wachen sind dazu angehalten worden, dass sie ihn ja nicht anschauen dürfen und ja nicht lächeln oder so. Aber jedes Mal, wenn eine Wache reingekommen ist und ihm was zum Essen gegeben hat, hat er gesagt, so schön, dass du heute da bist, ich habe mich schon so gefreut auf dich. Mein Gott, nein, hallo, ich habe schon gehofft, dass das du bist. Und nach ist denen ihr Herzall natürlich auch weicher geworden. Und irgendwann haben sie einmal angefangen, dass sie ein bisschen grinsen müssen. Und hin und wieder haben sie ihm dann ein Semmerl extra aufgeschmuggelt aufs Teller. Und er hat einfach gemerkt, okay, obwohl sie ihn nicht anschauen dürfen, sie mögen ihn. Und das Zweite, und das ist fast nur witziger, ist, er hat eine Ameisenstraße durch das Gefängnis gehabt. Und normalerweise, ja, da denkt man sich, scheiße, Ameisen, um Gottes Willen, ja. Tatsächlich hat er sich aber mit diesen Ameisen so beschäftigt und hat die quasi zu Freunden erkoren und hat ja eine kleine Wegerl gekriegt mit Brotkrumen und hat sich so beschäftigt mit denen, dass er die quasi als Freunde gehabt hat und so geschafft hat, dass er psychisch gesund bleibt in diesen 20 Jahren, wo er ganz alleine im Gefängnis war. Also sucht euch Freunde, schaut, dass ihr gute Kontakte habt, schaut, dass es euch gut geht. Und jetzt habe ich nur 1 Minute überzogen. Und ich bedanke mich. Ach Gott, das ganze Thema in einer Stunde überreißen ist gar nicht so einfach. Danke, dass ich das hermachen dürfen habe. Ja, danke, Evelyn. Wow, die Stunde ist wirklich extrem schnell vergangen. Sicher Applaus. Ja. Also, ich hätte noch länger zuhören können, wenn ich ehrlich bin. Also, ich hätte noch gerne viel mehr Tipps noch. Noch mehr Tipps. Aber es gibt so viele Tipps. Nein, wirklich. Also, ich finde diese Bundle-Geschichte hat mir sehr getaugt. Zum Beispiel, das werden wir unbedingt einmal ausprobieren im Team. Das ist echt cool, glaube ich. Normalerweise sind die Leute dann ja alle ein Bundle von mir, aber nachdem sie in anderen Bundesland sind, geht sie das nicht. Na, herzlichen Dank. Gibt es, ich werde jetzt einfach die Aufzeichnung einmal stoppen und bedanke mich nochmal, Evelyn, es war wirklich super.